Der Big Box Allgäu Backstage Report. Präsentiert von TV Allgäu Nachrichten. Und wieder eine neue Ausgabe des Big Box Allgäu Backstage Report. Der, um den es heute geht, der hat schon in den 70er Jahren mit seiner Band Smokey Riesenerfolge gefeiert. Ich sag nur Living Next Door to Alice und da gibt's auch noch viele andere Hits. Auch solo ist er höchst erfolgreich gewesen. Es geht nämlich um Chris Norman. Und erfolgreich ist er bis heute, denn er hat seit den 80er Jahren über 30 Alben veröffentlicht. Mit seiner neuesten Platte ist er jetzt auf Tour, unter anderem auch hier in Kempten macht er Halt, in der Kultbox. Am 12. März wird das sein und meine Kollegen haben ihn vorher schon mal in München getroffen. Gypsy Queen, das ist einer der Hits von Chris Normans aktuellem Album. Der Sänger der Band Smokey ist zurück mit 13 neuen Songs im Gepäck. Mal rockiger, mal poppiger, so wie Gypsy Queen. And it was just really, I just sat down with an acoustic guitar one day and started to sing this jingle-ling-ling-ling-ling thing, which just came out. And then I started singing Raven Hair and Auburn Eyes, which is obviously she had dark hair and brown eyes. And so she had to be, you know, that kind of a person. And then the idea of having it with this guy who lives with this girl, and sometimes she goes off in the distance and he doesn't quite know where she is, and you know, she goes out and dances in the moonlight and all that. I just the story just came from that. Das Album nennt sich Darren Back. Der, das sind Erinnerungen an die Zeiten, als er mit 17 noch am Beginn seiner Musikkarriere war, und Erinnerungen an Phasen in dieser Karriere, als es still um ihn geworden war. Aber jetzt ist er zurück. He's back. And also, my grandma used to always say, if you ever said to my grandma, where, if she'd been out, you'd say, oh, where have you been? She used to say, there and back to see how far it is. And I thought, that might be a good title for an album. And then it was too long, you know, there and back to see how far it is. Especially for Germany or foreign countries, because it would, you know. So I got rid of all the rest of it and just kept the there and back. Ein paar der Lieder hat Chris Norman zusammen mit Pete Spencer geschrieben. Er war der Drummer von Smokey und ist ein alter Freund. Bei den Studioaufnahmen dann waren die Bandmitglieder meist in ein und demselben Raum, damit sie sich alle beim Spielen sehen konnten. So echt wie möglich sollte es sein, damit sich Darren Back einfach natürlich und unverfälscht anhört. Das ist Chris Norman gelungen. Dennoch darf man auf seine Konzerte gespannt sein. Denn bei Live-Auftritten legt der britische Sänger bekanntermaßen noch einiges drauf. We start off electric and then we go acoustic and then we go electric and we get rocky at the end. And we're quite loud. We're like a rock band. You know, people think Chris Norman, oh, Midnight Lady, you know, and Living Next Door to Alice. Nothing like that. They're wrong, you know. You get sometimes, I've had people come in thinking that's, and then they're going, oh, it's hard. We're a rock band. Davon kann sich jeder selbst überzeugen, denn natürlich geht Chris Norman mit Darren Back auf Tour. Am 12. März wird er auch in der Big Box in Kempten auftreten. Viel ist er dann schon unterwegs gewesen. Von Rumänien über die Ukraine und Weißrussland geht es weiter nach Deutschland. Seine Live-Auftritte genießt er voll und ganz. So yeah, it's great and I enjoy it. The touring is great, the traveling is not so great. But you have to travel to get to the places. I wish there was a button you could press and just be there, you know, like on Star Trek, when you just stand and go, beam me up, that'd be great. But meantime, I've got to go by plane or car or whatever. So, und Sie können jetzt noch Karten gewinnen, und zwar für eine Band, die auch seit den 70er Jahren höchst erfolgreich ist, Sweet. Die kommt nämlich nach Kempten, am 8. Mai wird das sein, und wir verlosen 3x2 Karten für dieses Konzert. Alles, was Sie tun müssen, ist, uns eine E-Mail zu schreiben an die bekannte Adresse backstage@tv-allgäu.de. Viel Glück und bis zum nächsten Mal.
Der Big Box Allgäu Backstage Report. Präsentiert von der Big Box Allgäu. Alle Events und alle Veranstaltungen gibt es auf bigboxallgäu.de.